Vorne im Trainingsanzug der DDR, das ist Ilona Slupjanek. Sie hat noch keinen Versuch. Und nun kommt die Tschechin Zdenka Silhava mit ihrem ersten Versuch im Kugelstoßen der Frauen. Losch, die deutsche Meisterin. Ihre persönliche Bestleistung hat sie in diesem Jahr auf 19,25 Meter gesteigert und sie hofft auf einen Platz unter den ersten acht. Damit wäre sie Beste der westlichen Hemisphäre. Das ist ja bei derartigen Disziplinen wie dem Kugelstoßen der Frauen das Maß der Dinge. Für eine Athletin aus der Bundesrepublik die Beste aus dem Westen zu sein. Claudia Losch. Das sah ganz danach aus, als hätte sie bereits im ersten Versuch ihre persönliche Bestleistung erneut steigern können. Das sah ganz danach aus, als hätte sie bereits im ersten Versuch ihre persönliche Bestleistung erneut steigern können. Wenn ich das richtig gesehen habe, schlug die Kugel bei fast 20 Metern an. Da sehen Sie tatsächlich 19,72 Meter. Damit liegt sie auf Platz 2 in dieser Konkurrenz. Das heißt natürlich im Moment noch nichts, da erst 5 Teilnehmerinnen ihren ersten Versuch absolviert. Eine Steigerung 47 cm bei einer solch hochkarätigen internationalen Konkurrenz, das lässt auch auf Nervenstärke bei Claudia Losch schließen. Natalia Lisowskaja aus der UdSSR, auch ihr erster Versuch. Meter 53 für Lisowskaja. Etwa an die 20 Meter Marke heran. Damit dürfte sie sich nicht verbessert haben. Sie liegt im Moment auf Platz 2, nachdem Knorscheid aus der DDR sich auf... Damit dürfte sie sich nicht verbessert haben. Sie liegt im Moment auf Platz 2, nachdem Knorscheid aus der DDR sich auf 20,70 Meter... haben. Sie liegt im Moment auf Platz 2, nachdem Knorscheid aus der DDR sich auf 20,70 Meter gesteigert hat. Der zweite Versuch von Claudia Losch übrigens war nicht weiter und auch sie, Ilona Slupjanek, hat sich nicht gesteigert. 20,32 Meter ihre Weite. Nunu Abashidze aus der Sowjetunion. Persönliche Bestleistung steht bei 20,94 Meter. Aber hier bleibt sie doch mit etwa 19,5 Meter oder knapp darunter
hier bleibt sie doch mit etwa 19,5 Meter oder knapp darunter hinter ihren Möglichkeiten zurück. Natürlich sind die Bedingungen hier nicht gerade heiß, aber kalt ist es immer. Die führende Helma Knorscheid aus der DDR. Eingeblendet ihre beste Weite, 20,70 Meter. War auch ein Versuch mit einer Weite in diesem Bereich. Das war auch ein Versuch mit einer Weite in diesem Bereich. Wäre schon überraschend, wenn sie diese Konkurrenz vor Ilona Subjanik gewinnen würde, aber wir sind erst im dritten. Beim Kugelstoßen ist nächste Teilnehmerin Saria, Maria Saria aus Kuba, die im Moment hinter Claudia Losch mit 19,44 Meter auf Platz 7 rangiert. Claudia Losch hat also ihr Ziel im Grunde genommen jetzt schon erreicht. Sie wollte sich unter den besten 8 der Welt platzieren. Das ist ihr gelungen, denn wir befinden uns ja schon im vierten Durchgang, also im Endkampf. Ja, schöner Rücken, kann auch entzücken, oder wie soll man da sagen? Jedenfalls hat sie Kraft. Ich finde das alles ein bisschen traurig, wie das abläuft da beim Kugelstoßen, denn die Mimik, die Gesichter der Teilnehmerinnen lassen nicht vermuten, dass das alles sehr viel Spaß macht, ausgenommen Claudia Losch. Aber da gibt es ja auch lächelnde Gesichter, so, die sich für das Finale, für den Endkampf nicht qualifiziert haben. Knorscheid führt noch immer mit 20,70 Meter. Nicht verbessert. Nicht verbessert. Nicht verbessert.